Ja, sicher. Es bleibt spannend. Teil, ist es 35? Ich glaube, es ist 35. Letztes Mal hätte ich fast gewonnen. Allerdings auch nur, weil Jans Akku leer ging. Dieses Glück werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr haben. Aber ich habe trainiert. Ich habe gestern den ganzen Tag Schach gespielt. Und ich fühle mich gut heute. Ich fühle mich gut. Ich habe das Gefühl, heute geht was. Herausforderung ist schon da. Ich schalte um in das Es bleibt spannend Bild. Oh, da sehen wir noch den komischen Großmeister. Und nehmen die Herausforderung. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Nein, was ist... Hä? The fuck? So, jetzt. Hier. Ich in Weiß heute zuerst. Das ist, ach so, weil wir letztes Mal nur eine Partie gemacht haben. Okay. Dann wollen wir mal. Ich natürlich klassisch. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Versuche heute natürlich keine Dummheiten zu machen. Aber gut, das versuche ich eigentlich immer. Das ist jetzt Spielwerk. Nicht so besonders. Okay, das könnte Karo Kann sein, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, dann kommt der hier als nächstes raus. Und deshalb mache ich den hier. Um hier gleich das Zentrum nicht kampflos herzuschenken. Würde er rauskommen, könnte ich schlagen, er schlägt zurück. Ich habe immerhin den Springer hier, der wird dann zwar hier wieder vertrieben, aber ich hätte einen Bauern mehr. Ich glaube also nicht, dass das komplett falsch ist, aber es ist nicht die Eröffnung, die mir vorschwebte. Jetzt ist hier die Frage, das habe ich natürlich übersehen, also vergesst alles, was ich bislang gesagt habe, denn nichts davon hat gestimmt. Aber ich soll ja diese Zentrumsbauern nicht herschenken. Es geht hier also darum, ich habe mir natürlich auch die Videos von Jan angeguckt, und er betont es immer wieder, es geht angeblich ja nicht ums Auswendiglernen, sondern ums Verstehen. Ja, das ist natürlich leicht gesagt, denn die Theorie habe ich natürlich verstanden, aber wenn schon in der Eröffnung die Theorie hinfällig wird, weil es Züge gibt, die automatisch mehr oder weniger nach dem Abtauschen dafür sorgen, dass man schlechter dasteht, dann ist natürlich auch, dann sind alle Prinzipien nichts mehr wert. Versteht ihr? Ich habe gestern ein bisschen gegen Leute auf meinem Niveau gespielt und mir danach die Partien in der Analyse angeguckt und da sieht man halt, wie der Balken die ganze Zeit hoch und runter geht, weil keiner von beiden immer den perfekten Zug trifft. Jan hingegen trifft bestimmt bis, ich weiß es nicht wohin, zum 20. Zug oder noch mehr, immer den perfekten Zug. Da ist es natürlich schwer, was zu holen. Außerdem möchte ich sagen, was wollte ich sagen? Habe ich mir eine Analyse von Jan angeguckt und er hat original gesagt, den Zug habe ich, glaube ich, in der ersten oder der zweiten Partie gemacht. Ich meine, what the fuck? Jan weiß noch, was wir in der ersten oder in der zweiten Partie gemacht haben. Are you fucking kidding me? Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Der weiß noch, welchen Zug er als zweites oder drittes in der ersten Partie gemacht hat. Vor Wochen in der 35. Partie und der spielt jeden Tag 1 Million Schachspiel-Matches. Es ist komplett... Was soll das? Das frage ich euch. Was soll das? So, würde der jetzt hier nach vorne gehen, was mache ich dann? Siehst du, jetzt bin ich schon wieder am Überlegen. Idee wäre natürlich Springer raus. Oder dahin. Denke mal, hier ist schon wieder jetzt ein so ein Moment, wo ich vorsichtig sein muss. Wenn ich hier hingehe, ich greife den an. Nee, den wird er nicht bewegen. Was würde er machen? Vermutlich den Springer daraus, um den zu schützen.
Wenn ich da hingehe, er geht hier hin, bringt mir das auch nicht wirklich was. Zumal ich sogar noch das Feld für den Springer wegnehmen würde. Da könnte ich nicht hin. Ich könnte nur noch an den Drecksrand oder wieder zurück. Ah, ist schwierig. Ich schlag, er schlägt. Verdammt, siehst du, jetzt bin ich schon wieder am Überlegen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Entweder das oder das. Wenn er mit dem Bauern spielt, würde ich wahrscheinlich hier hingehen. Ja. Den Springer spielt, weiß ich auch noch nicht. Muss ich den Läufer irgendwie rauskriegen? Was ist, wenn ich hier hingehe? Er schlägt, ich schlag. Dann hätte ich aber hier so eine komische ungedeckten Bauern. Könnte ich hier hingehen, um den noch zusätzlich zu decken? Oder rochieren? Ich vermute, es wird dieser Move hier. Könnte auch hier. Hier. Ist keiner der Züge, die ich antizipiert habe. Wenn ich schlage, warum? Da ist doch irgendwo schon wieder ein Denkfehler. Warum? Keine Ahnung. Ich gehe schon wieder nicht nach dem Plan vor, den ich mir eigentlich gemacht habe. Es passiert immer das Gleiche. Ich habe mir was vorgenommen. Jetzt haben wir das Vier-Springer-Spiel. Aber ich habe aus irgendeinem Grund Tempo verloren, obwohl ich doch Erster war. Oder? Habe ich Tempo verloren? Es ist doch schon wieder alles merkwürdig. Er muss eigentlich schlagen. Er kann den eigentlich nicht schlagen lassen. Oder? Das gefällt mir nicht. Stellung gefällt mir schon wieder nicht. Ich glaube, das war ein Fehler schon wieder. Der hier kann ja einfach. Jetzt habe ich ja hier. Oh, ich bin so dumm. Oder? Nee. Hier muss ich aufpassen auf die Gabel. Wenn er geht. Nein, ich kann nicht zurückschlagen wegen der Fesselung! Oh Gott, wie ich diese Eröffnung hasse. Oh Gott.
Gott, ich hasse es so sehr. Ich kann nichts machen dagegen. Ich verliere den Läufer. Mann, es ist so enttäuschend einfach. Es ist schon wieder der scheiß sechste Zug. Was soll man denn machen, ey? Von wegen, ja, mach mal die Theorien. Egal, was ich mache, am Anfang, es passiert immer irgendeine Scheiße. Mann, es fuckt so ab, ey. Ich würde ihn manchmal wirklich gern verprügeln. Aber er ist leider ein Kopf größer als ich. Ich glaube, ein Schachspieler. Er ist fit, der geht ins Fitnessstudio. Also ich glaube, mit so einem Sucker Punch vielleicht. LOL. Ach, fick dich. Ich hab gleich nochmal die gleiche Gabel gemacht. Ich könnte einfach, ich will wirklich, ich finde. Und Eddie gibt es schon geschlagen. Damit ist die Partie vorbei. Schnell die Figur weg. Also ich habe ja schon ein bisschen Analyse gemacht, aber wir schalten trotzdem nochmal. Das Brett. Es bleibt spannend, aber ich bleibe in Führung. Vielen Dank für die Partie. So, wollen wir hier unser Analysebrett hier. Was soll ich euch noch erzählen? Also, Bonner E4. Die Standardöffnungen sind E5, C5. Das sind die beiden Hauptzüge, die direkt ums Zentrum kämpfen. Und dann, zweite Reihe der Öffnungen sozusagen, sind Bonner C6 oder Bonner E6. Die halt vorbereiten, einen Bauern hier in die Mitte zu stellen und dann da zurückschlagen zu können. C6 gespielt, Karo kann. Normalerweise, wenn Schwarz nicht direkt ums Zentrum kämpft, sollte man das hier besetzen, einfach mit Bauer nach D4 und nach Bauer nach D5 von Weiß dann diverse Möglichkeiten. Bauer nach E5 vielleicht am prinzipiellsten gewinnt Raum, hier tauschen ist okay, Springer nach C3 ist auch okay. Also hier gibt es haufenweise Züge, aber die Basics sind einfach Zentrum besetzen mit den Bauern, wenn es uns angeboten wird und dann entweder halten oder vorziehen. Springer nach C3, absolut kein Fehler, nach D5 kann er immer noch D4 spielen oder auch Springer F3 ist auch eine Variante. Figuren ziehen raus, der Springer deckt ja den Kollegen. Also hier nach Bauer nach D4, ich schlag, Speer schlägt zurück, hier gibt es viel Theorie. Ja, hast du ja nicht gemacht. F5 oder Speer nach D7, was auch immer. Hier gibt es alles Mögliche, aber das ist eine völlig normale Variante. Und Speer F3 ebenso, entwickelnde Figur, wählt das Zentrum im Blick. Aber im Zweifelsfall würde ich es hier besetzen mit D4. Bauer nach D3, bisschen passiv, kämpft halt nicht so ganz um die Mitte. Ich habe ja gesagt, Computer wird hier Bauer nach D4 sagen, aber es gefällt mir, so ein leichter Computer-Fetisch immer diese Königsinnenstruktur anzustreben. Aber ist aus Menschensicht nicht so leicht, so eine Stellung zu spielen. Ja, wenn er G3 spielt, auf der G2, F4. Also nicht so meins, aber Computer sind davon Fan. Bauer nach E5 besetzt die Mitte. Jetzt Bauer nach F4, okay, das ist nix. Nix für Anfänger, den F-Bauern ziehen, sagt Kompi. Springer F3 fand ich logisch. Aber Springer F6 hier war ich sehr zufrieden mit mir. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den Trick gesehen habe. Aber ich bin drauf gekommen. Ich wollte erst F6 spielen, aber dann wollte ich den F-Bauern nicht ziehen. Und jetzt Bauer nach D4 wäre tatsächlich auch gefährlich gewesen. Eben weil ich meinen F-Bauern gezogen habe und Figuren nicht entwickelt habe. Aber Springer F6 war ein guter Zug. Lob an mich. Weil Springer E5 jetzt eben scheitert wegen Bauer nach D4. Das war die Falle. Der Springer zieht weg. Und Dame A5 Schach. Doppelangriff. Zack, zack.
und Figur weg. Er ist ja Schwer 6, schön gespielt von mir. Und nach E schlägt D, C schlägt D, wieder das gleiche. Schwer schlägt E5. Und Bau nach D4. Hier, wenn der Schwer zieht, kommt Dame A5 schauen. Ich hatte ja noch gesagt, kurz gerechnet, Dame E2 könnte er spielen. Dann kann ich hier nicht schlagen, wegen Springerabzug. So, Schwer C6. Und tschüss, Dame. Aber wenn die Dame nach E2 geht so früh, verstellt sie hier ja die Entwicklung. Und ich hatte, ich glaube, zu Recht eingeschätzt, dass sie hier gut steht. Nach Lauf nach E7. Jetzt geht der Springer weg und ich wollte einfach hofieren. Und Weiß kriegt die Figur nicht so schnell raus. Deshalb sah das sehr vielversprechend aus. Und der Computer sah auch Schwarzschilder besser. Also, was war falsch? Hauptsächlich nicht im Zentrum kämpfen. Und ja, jetzt nach der dritte Zug. 6, Bauer D4 zieht den Bauern zum zweiten Mal. Und ja, in dieser Situation schon kein schlechter Zug. Aber ihr seht, aber ich versuche meine Bauern ein Penny meine für jedes nur aber. Einmal zu ziehen, um sie schnell zu mobilisieren. Und dadurch hat man dann die Einheiten eben schnell draußen. Jetzt läuft er nach B4, fesselt den Springer, macht hier Druck. Und Schwarz steht schon besser, was nach 5 Zügen natürlich sein muss. E schlägt D5, Bauer nach E4 hätte ich gespielt, Springer E5. Und jetzt Schwarz schlägt D5 oder Bauer schlägt D5. Schwarz steht ein bisschen besser, aber Leben geht weiter. Und läuft er nach D3, übersieht hier, glaube ich. Oh, ich krieg zum ersten Mal Zweifel, ob ich das 1000 ja, Partien aushalte, ey. Wegen dieser Fesselung. Also, ich kann den Gedanken verstehen. Ich habe ja nur den einen Springer gefesselt, also nur den einen Verteidiger rausgenommen, dann kommt halt ein neuer. Aber der Punkt ist ja, ich hätte auch hier schon schlagen können und Weiß gar nicht zurückschlagen. Ich habe es nicht gemacht, wegen Springer steht E5. Deshalb war der Bauer ja eh schon nicht genug verteidigt. Und dann läuft er B4, läuft er D3, rette den Ball halt trotzdem nicht. Jetzt ist es schon extrem schwer. Ich weiß nicht, ob ich am besten gespielt habe, aber ich dachte eigentlich, mein Gedankengang war recht logisch. D schlägt E4 und mein Plan war, auf D schlägt E5 Sprenger D5 zu spielen. Mal gucken, was Kompi sagt. Läufer schlägt E4, Springer schlägt C3 und ich gewinne Material. Kompi sei es noch nicht ganz vorbei. B schlägt C, Läufer C3, Läufer D2 und Schwarz hätte nur in Anführungszeichen die Qualität mehr. Also ein Tor. Es kommt ja auch nie zu einer meine geilen Schachpartie, ey. Es ist ja schon nach 5, 6 Zügen ist schon wieder alles gelaufen, ey. Dann Bau nach A3. Ich vermute, dass Eddie sich hier an eine Situation, ich komme ja nicht mal ins Mid-Game gegen ihn, so ähnlich war, erinnert hat. Nur zum Verständnis. Also nicht ganz die Situation, aber wo dieser Springer gefesselt war und wo ich gesagt habe, hier um die Figur zu retten, muss man hier A3, Läufer A5, B4 spielen. Also nicht in dieser exakten Stellung, aber das Motiv hatten wir mal. Ich vermute, dass er sich da dran erinnert hat und deshalb jetzt A3 gespielt hat. Aber hier hilft es halt nichts, denn die Figuren, die ich angreife, sind ja die beiden. Und ich kann den Läufer zurückschlagen. Ey, wenn wir sagen, ja, wie soll man sich auch so alles merken können? Drecksschach. Aber es geht nicht so sehr um Merken, es geht einfach um Verständnis der Grundprinzipien. Verständnis der Grundprinzipien mit 47.000 Ausnahmeregelungen. Figuren nicht zweimal ziehen. Und so weiter und so fort. Dann haben wir all diesen Ärger nicht. Also diese Schranke ist, glaube ich, schon schwer, weil es halt so viel Spannung ist in der Luft und das ist natürlich schwer in der Zeit zu kalkulieren. So, Bauer nach A3, dann ist Figur weg und der Drops gelutscht. Ich hätte hier Bauer nach E4 gespielt, Läufer schlägt E4, Dame nach E7 war mein Plan. Warum applaudiert Computer nicht? Ja, okay, gewinnt auch. Um hier noch eine Figur mitzunehmen. Also, K.O. Kahn im Zweifelsfall Zentrum besetzen und wie immer mir keine Figuren schenken. Ich nehme die alle weg. Karo kann danke für die nicht. Partie, danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Es bleibt spannend. So. Ja, es bleibt spannend. Heute mit gefrusteter Abmoderation.